Wir sind wieder oben in der Startkurve. Jetzt weht hier ein Wind bei mir in die Kabine. Können wir das Fenster aufmachen? Jetzt ist die Frage, von wo weht der? Und wie wirkt sich das unten auf der Bahn aus? Entgegen Laufrichtung oder ist das eben ein Rückenwind? Das werden wir dann jetzt gleich sehen, wenn die ersten Athleten unterwegs sind. Drei Stück an der Zahl in diesem ersten von 5 Läufen über 200 Meter. Zumindest einen sehen wir da hinten schon in Blau. Das ist Carlo Weckelmann, der startet außen auf der Bahn 6 vom TV Wattenscheid. Und in seinem Rücken ist es dann der Leipziger Roy Schmidt. Und auf der 4 ist mit dabei der 400 Meter Experte. War allerdings auch schon mal Medaillengewinner bei einer Hallen-DM. Die Strecke, das ist Tobias Lange auf der 4 dort in Rot. Also Tobias Lange, Roy Schmidt, Carlo Weckelmann. Schmidt, den wir meistens über 100 Meter sehen. Seine Paradestrecke, 60 etwas zu kurz. Die 200 will er uns jetzt zeigen, beherrscht er ebenso. Tobias Lange, das war deutlich zu sehen, hier zu früh aus dem Block raus. Aber der hat das Gesicht auch so früh oben, dass ich mir nicht sicher bin, ob er da nicht ein Klicken vorher gehört hat. Da müssen wir jetzt warten. War das eben Fehlstart oder war das ein Fehler, der bei der Technik lag? Bange Sekunden des Wartens für Tobias Lange. Für den ist hier der erste Lauf. Die anderen haben die 100 Meter schon hinter sich. Zumindest Roy Schmidt, den wir da auch im A-Finale gesehen haben. Aber Tobias Lange bleibt dabei. Alle drei gehen wieder in die Blöcke. Lange, Schmidt, Weckelmann. Roy Schmidt, ich habe das bei den 100 Metern schon gesagt, gefühlt seit Ewigkeiten dabei. Seit, ich würde jetzt schätzen, seit 10 Jahren. Leipzig davor für Jena in der Jugend schon international aktiv. Deutsche Meisterschaften ganz vorne, seit 10 Jahren fester Bestandteil vorne in der Sprintelite in Deutschland. Und hier jetzt über 200 Meter der Favorit in diesem Lauf. So geht er das Rennen auch an, läuft vorbei an Carlo Weckelmann, Tobias Lange, der hängt etwas zurück. Also Roy Schmidt vorne an der Spitze, der Athlet vom SCD HFK Leipzig mit einer Lücke vor dem 400 Meter Spezialisten, vor Tobias Lange. Und Roy Schmidt macht das hier in diesem ersten Rennen in 21,15 Sekunden. Da humpelt er sogar ein bisschen weg. Mal hoffen, dass da nicht die nächste Verletzung sich hinterherzieht. Also ich glaube, die eine oder andere, ja, vielleicht sogar Zerrung eben oder auch ein Krampf haben wir hier heute schon gesehen. Und der pumpt jetzt erstmal natürlich auch für die Athleten ein Marathonprogramm. Wenn du monatelang eigentlich darauf wartest, erstens trainieren zu können, dann auch Wettkämpfe zu bestreiten, dann hast du 200 Meter Läufe direkt hinterher, den 200 Meter Lauf. Das ist dann ein kleiner Härtetest für die Athleten da unten und so auch für Roy Schmidt, der das hier in inoffiziellen 21,15, aber jetzt haben wir auch die offizielle Zeit in 21,14 als Sieger gelöst, hat 21,97 Carlo Weckelmann und dann Tobias Lange. Ah gut, jetzt sehen wir es auch hier, also die Disqualifikation, aber mitgelaufen, so wie auch schon sein Teamkollege Tim Eickermann eben über die Hürden, um zumindest das Gefühl des Laufens hier zu haben. Und Carlo Weckelmann, der winkt da ab, nachdem er hier die 21,97 gesehen hat. Wind 0,0. Oh, ich habe eben noch vom Wind berichtet. Wenn ich jetzt aber rüberschaue, scheint er tatsächlich direkt verflogen zu sein. Also auch die Fahnen, die hier im Stadion wehen, die wehen im Moment eben so gut wie gar nicht. Wir haben zwischendurch immer mal wieder die Sprintseiten gewechselt, um eben die besseren Bedingungen zu haben. Bei den 100 Metern, da hat sich das ausgezahlt. Gerade bei Lisa Marie Quar hier 11:21. Dort die Siegzeit im Moment, lässt sich das Ganze aber schwer einschätzen, von wo kommt jetzt welcher Wind, denn meist kommt der Moment eben gar nicht. Carlo Weckelmann, der geht da Richtung Start zurück zu seinen Sachen, haben wir gerade auf dem Rasen gesehen. Und er blickt auch schon mal auf die nächsten Starter, während wir da hinten die Hürdenläuferinnen sehen. Das kommt ja heute auch noch, 400 Meter Hürden, wenn wir denn mit den 200 hier durch sind. Und hier sehen Sie im Bild die Startaufstellung für Lauf Nummer 2 mit dem nächsten 400 Meter Experten, den wir heute auch schon im Einsatz gesehen haben. Auf der doppelten Distanz Dritter geworden. Jetzt ist der Athlet LAC Quelle Fürth hier auf der Bahn 3 dabei. Patrick Schneider
vor ihm, das ist René Rumpf, SV Werder Bremen. Dennis Almas, VfL Wolfsburg, der war auch schon im 100-Meter-A-Finale der 60-Meter-Meister aus diesem Winter. Und Philipp Trutenert, TV Wattenscheid, der ebenfalls mit von der Partie war. Das sind die Athleten, die jetzt unterwegs sind. Vier schnelle Läufer unterwegs und Dennis Almas kommt als Erster aus der Kurve. Philipp Trutenert dahinter, müssen sie aufpassen, dass sie da nicht noch aneinander geraten. Der eine außen in der Bahn, der andere innen und am Ende ist es aber Dennis Almas, der vorne liegt in diesem Rennen und zwar deutlich und mit der ersten Zeit hier unter 21 Sekunden. 20,88 Sekunden für den schnellsten Wolf Deutschlands, Dennis Almas, VfL Wolfsburg, auch wenn er seine sportliche Heimat in Leipzig hat, hier im Dress des VfL Wolfsburg. 20,88, da haben Sie es nochmal gesehen, die inoffizielle Siegerzeit. Zuletzt immer noch leicht nach unten korrigiert. Philipp Trutenert dahinter als Zweiter im Ziel. Noch da, die haben da zu kämpfen nach diesem Programm hier heute. Auch verständlich. Bisher die schnellste Zeit in Deutschland in diesem Jahr von Julian Reuss mit 20,82 Sekunden. Und hier haben wir jetzt 20,88 für Dennis Almas, 21,13 für Philipp Trutenert, 21,33 für Patrick Schneider, 21,64 für René Rumpf in Lauf Nummer 2 von insgesamt 5 über 200 Meter der Männer, also 3 weitere, die Folge noch. Im nächsten dann ein Lokalmatador dabei, Elias Göhr, auf den wir uns gleich freuen im dritten Lauf. Letzten Jahr ja auch schon, wo er dann noch zur Jugend gehörte, Dritter der deutschen Meisterschaften, Elias Göhr, nachdem er 2 Medaillen international holte, nämlich die silberne im Einzel bei der U20-EM und mit der Staffel dann noch aufgetrumpft mit der Staffel aus Wetzlar und im Einzel über 200 Meter als Dritter, also eben jener Elias Göhr gleich dabei im dritten Lauf. Ebenso Lukas Ansapepper, der hat mir sehr, sehr gut gefallen über 100 Meter. Ich bin gespannt, was der Hamburger hier gleich zeigt auf der doppelten Distanz. Also Lukas Ansapepper, den müssen wir genauso mit auf der Rechnung haben. Im letzten Jahr zumindest deutscher Jugendmeister über 100 Meter, über 200 Meter in diesem Winter unterm Hallendach. An einer Medaille vorbei bei den Erwachsenen in seinem ersten Männerjahr. Lukas Ansapepra sehen wir da hinten in Rot, gleich auf der Bahn 4 und in seinem Rücken Daniel Hoffmann vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Den haben wir über 100 Meter schon gesehen. Da war er nicht ganz zufrieden mit dem, was er hier abgerufen hat. Der deutsche U23-Meister des Jahres 2017 auf der Bahn 3. Und dann links im Bild im Blau, das ist Robert Hering. Ja genau, da haben wir ihn jetzt dabei, Robert Hering, der Wattenscheider. Ja, über 200 Meter, da war er schon dabei im Jahr 2009, als er U20-Europameister wurde und bei den ganz Großen in Berlin bei der WM mitlaufen durfte. Jetzt 2020 ist er hier in diesem dritten Lauf dabei. Daniel Hoffmann, Lukas Ansapepra, Elias Göhr und Robert Hering. Elias Göhr, der schiebt sich ran an Hering und vorbei, muss aber gegenhalten, wenn Lukas Ansapepra jetzt ausgangs der Kurve kommt. Also, Ansapepra oder Göhr, wer ist hier vorne im Moment? Der Athlet in Schwarz, der Athlet vom Sprintteam Wetzlar und der ist als Erster im Ziel in 21,23 Sekunden. 21,23, die inoffizielle Siegerzeit in Lauf Nummer 3 für Elias Göhr. Eben schon ordentliches Stück vorgelegt hier im zweiten Lauf von Dennis Almas mit 20,88. Das ist erstmal schon mal ein Wort, an dem sich die anderen hier messen müssen, wenn sie denn im Gesamtklassement vorbeiziehen wollen am Wolfsburger. 21,22 jetzt leicht nach unten korrigiert für Elias Göhr in diesem Lauf. 21,37 Lukas Ansapepra, 21,40 Daniel Hoffmann, 21,60 Robert Hering, der dritte Zeitlauf 200 Meter der Männer. Und auch das müssen wir nochmal dazu sagen, natürlich bei Dennis Almas persönliche Bestzeit, den kennen wir ja aus den letzten Jahren, vor allem über die kürzeren Distanzen, aber das zeigt, der Mann ist einfach sehr, sehr gut in Form im Winter und das hat er auch mitgebracht in den Sommer, der ist top drauf, Dennis Almas, und zeigt das jetzt eben auch auf der längeren Sprintdistanz. Also, Dennis Almas nochmal 20,88, die beste Zeit bisher und das bei
plus 0,2. Also wir können jetzt auch nicht sagen, der Rückenwind war schuld, denn so viel herrscht hier nicht im Moment unten auf der Bahn. Zwei Läufe haben wir aber noch, wo sich hier noch Männer ranschieben können. Und ich glaube, gerade Lauf Nummer 5, da müssen wir nochmal ganz genau hinschauen. Unter anderem mit dem deutschen Hallenmeister auf dieser Strecke aus diesem Jahr mit Robin Ereva. Vorher aber noch Lauf Nummer 4, vier Athleten, die wir hinten schon sehen. Allerdings ganz weit entfernt, wir gehen gleich nochmal ein bisschen näher und zeigen Ihnen die vier. Wir zoomen uns ran an die vier Herren im Lauf Nummer 4. Kai Sparenberg, LG Brelux Münster, startet dort auf der Bahn 3. Rechts im roten Trikot vor ihm geht jetzt Owen Anser vom Hamburger SV in den Block. Auf der 5 ist mit dabei Frieder Scheuchner, Dresdner SC. Und außen, das ist Maurice Huke vom TV Wattenscheid. Ja, mit dem Fehlstart. Zumindest zurückgeschossen. Wirklich jemand einen Fehlstart verursacht hat. Für uns so natürlich schwer zu erkennen. Ja, und wir sind auch gespannt auf Frieder Scheuchner in diesem Lauf. In diesem Jahr schon 21:12 hier in Wetzlar gelaufen. Dort, wo er jetzt bei David Korrell eben trainiert. Letztes Jahr hier in Wetzlar, der U23-DM, hat er das B-Finale gewonnen. War allerdings schneller als die anderen Jungs. Aber das ist dann eben das harte Los, wenn es ein A- und ein B-Finale gibt. Genau in diesem Stadion, das Sie jetzt gerade sehen und wo wir wieder näher rangehen in den Lauf mit eben genannten Frieder Scheuchner auf der Bahn 5 mit dabei, Kai Sparenberg auf der 3, Owen Anser auf der 4, Maurice Huke auf der 6. Gerade nochmal gesehen bei Frieder Scheuchner, der Blick nach oben, volle Konzentration, nochmal Stoßgebete nach oben schicken, dass doch hier alles glatt läuft. Am Start hat es jetzt zumindest schon mal funktioniert, auch wenn Frieder Scheuchner jetzt erstmal ein bisschen zurückhängt. Owen Anser an ihn rangelaufen und Maurice Huke, der ist außen gut weggekommen. Aber der Hamburger, der liegt vorne. Owen Anser kommt als erster aus der Kurve. Frieder Scheuchner muss sich ranarbeiten, aber der liegt schon ein deutliches Stück zurück. Owen Anser, der Hamburger, der macht das hier. Der ist stark und zieht das durch, auch mit der besten Sprint- und Tempohärte. Und Sie hören den Jubel im Hintergrund, denn das ist ordentlich. Das ist eine gute Verbesserung für Owen Anser. Und die nächste Zeit unter 21, 20,95 Sekunden, wenn das Ganze denn hier bestätigt wird. Also Owen Anser überrascht uns hier mit einem starken Auftritt über 200 Meter. Naja, so völlig aus dem Nichts kommt er schon nicht. Also die Zeit unter 21 Sekunden sollte sie geblieben sein. Jetzt haben wir es auch offiziell. 20,95 Sekunden für Owen Anser. Frieder Scheuchner nennt er 21,17. 21,46 für Maurice Huke. 21,6 für Kai Sparenberg. Das sind die vier Athleten im vorletzten Lauf. Die 20,95 von Owen Anser. Ordentlich. Neue Bestzeit. Die stand erst seit wenigen Wochen wohlgemerkt bei 21,02. Beides im Übrigen bei Windstille. Hier wieder die Anzeige 0,0. Also Owen Anser erstmals unter 21 Sekunden. Und er ist der zweite hier in Addition aller Läufe unter 21. Die beste Zeit nach wie vor Dennis Almas 20,88. Aber jetzt gleich da folgt noch ein Lauf mit starken Kandidaten auf eine vordere Platzierung, unter anderem mit dabei vom Sprintteam Wetzlar Michael Pohl.
sich fragen, ob es das denn schon war, wenn wir von letztem Zeitlauf sprechen. Ja, zumindest für die 200 Meter. Aber wir haben noch eine völlig neue Disziplin danach, nämlich 400 Meter Hürden für Männer und Frauen. Drei Läufe insgesamt, die uns hier noch erwarten. Also schalten Sie nach diesem Lauf hier noch nicht ab, denn dann verpassen Sie was. Gerade bei den Frauen, ja, aber auch bei den Männern. Das ist top besetzt, klar. Konstantin Preis unter anderem ist mit dabei. Auch Joshua Abuako, der dieses Jahr schon schnell unterwegs war. Bei den Frauen freuen wir uns besonders auf Carolina Kraftschick, Christine Salterberg, Jamila Böhm. Das Ganze sehen Sie also gleich noch bei uns. Hier sehen wir jetzt erstmal diese Herren mit Steven Müller, dem früheren deutschen Hallemeister auf dieser Strecke, von der LG Owag Friedberg Fauerbach auf der Bahn 3. Vor ihm Michael Pohl, Sprintteam Wetzlar. Den kennen wir vor allem als deutschen Meister auf der kürzeren Sprintstrecke, aber auch 200 Meter 21.00. Hat er da stehen? Sind wir mal gespannt, ob er diese Marke heute knacken kann. Robin Erewa, der amtierende deutsche Hallenmeister über 200 Meter, und Jonas Breitkopf auf der 6. Also warum hebe ich die Halle so hervor? Das ist eben das, was dieses Jahr schon passiert ist. Das ist ja nicht allzu viel, aber Robin Erewa, der hat schon mal eine Goldmedaille dieses Jahr um den Hals bekommen. Und jetzt liegt er hier erstmal vorne, ausgangs der Kurve. Robin Erewa auf der 5. Innen, das ist Steven Müller, der hält stark dagegen und der liegt sogar einen leichten Tick vor. Michael Pohl hängt etwas zurück und am Ende macht es Steven Müller von der LG Owag Friedberg Fauerbach. Und die inoffizielle Siegerzeit ist zumindest die schnellste, die wir hier bisher heute gesehen haben. Und so viel wird da nicht mehr korrigiert. 20,73 werden angezeigt für Steven Müller, der Robin Erewa hier schlägt im direkten Duell. Und Michael Pohl dann als Dritter vor Jonas Breitkopf. 20,73 Sekunden. Und ich habe eben noch davon erzählt, was bisher die schnellste Zeit in Deutschland war. Die stand bis eben bei 20,82 von Julian Reuss und jetzt schiebt sich Steven Müller nach vorn in der deutschen Messliste. 20,72 die offizielle Zeit, Robin Erewa war dahinter, 20,86, Michael Pohl 21,19 und 21,33 für Jonas Breitkopf als Vierter hier im Ziel und Steven Müller damit der insgesamt schnellste des Tages über 200 Meter. Jetzt werden nämlich alle Läufe zusammen addiert, es kommt kein weiterer mehr über 200 Meter. Klar, Steven Müller gewinnt die 200 Meter in Wetzlar vor Dennis Almas. Da sehen wir, Robin Erewa war etwas ungewohnt in Schwarz. Nein, der ist nicht gewechselt. Das ist der neue Dress vom TV Wattenscheid. Nicht in diesem markanten Blau, wie wir es jetzt eben unter anderem bei Maurice Huke oder Carlo Weckemann gesehen haben. Auch bei Robert Hering, sondern Robin Erewa hier im neuen Dress in Schwarz. Ungewohnt für den TV Wattenscheid.